kennst du eigentlich den Clip, als Jens bei Nico unten im Keller erzählt, wie sein Sohn geboren wurde? Ja, doch. Ich weiß auf jeden Fall, dass es den Clip gibt und ich habe ihn auch schon auf jeden Fall viermal angesehen in meinem Leben. Ich auch, im Stream auch schon viermal. Wollen wir nochmal kurz reinschauen? Das ist auch Wahnsinn. Knossi zerstört Inscope Felge. Ja. Super witzig. Ja, ja. Super man denkt, witzig. Sascha, schüchtern, schüchtern. Pass auf, pass auf. Dann ist die Felge weg. Warte. Chat, wir schauen kurz rein, ja? Wir schauen jetzt gemeinsam rein. Mann, Geburt. Ich freue mich auf Bubi. Wie war es für dich? Super. Ja? Ey, ich sag dir wirklich, no joke. Ich wünsche dir nicht eine Geburt wie bei meinem. Wo du in so, wo es heißt, wo die Frau wirklich auf dem Ding kriegt nichts raus, kriegst nicht rausgedrückt. Ich drücke immer die Herztöne, die Fehlermeldungen weg. Der Arzt sagt zu mir, drückt es weg, das piept diese Fehlermeldung, Error, Error. Ich drück weg. Sagt er, okay, noch ein Versuch. Ansonsten, bevor das Herz nicht mehr mitmacht, Not-OP, Kaiserschnitt. Du kommst rein in so eine Metzgerei. So Typen mit Schläuchen, die gerade so kommen an dir vorbeigeschoben. Dann musste ich noch cutten gehen, ne? Vor lauter Aufregung. Ich frag dir, wo ist hier das Klo? Ich, während du. Kennst du das? Wenn du so ack musst, bevor du dich hinsetzt, kommt schon raus. Gerade Hose runter, kommt schon raus. Wer kennt's von euch? Das ist no joke. Dann kommst du da rein, die schneiden auf. Ja, das hatte doch jeder schon mal. Wenn du richtig musst. Ich hatte das mal beim Skifahren. Du bist auf der Piste oben und du merkst, oh nein. Erstmal bin mir ziemlich sicher, dass ich einen neuen Weltrekord aufgestellt habe für die Piste. Und zweitens, weißt du, dass das Kranke ist, wenn du dann schon richtig Druck hast, ja, und du fährst in diese Raststätte, dann staffst du mit diesen Skischuhen, die dich in der Geschwindigkeit aber so krank limitieren, ja, meistens noch eine Wendeltreppe runter, ja, die vereist ist, ja, ja, ich ja. bin schon zweimal fast Ding, Alter. Und vor dann, allem bei jedem Ausrutschen wird es ja noch so kurz durch den Ruck schlimmer. Bruder, ich komme in diese Toilette, beide Kabinen rot. Ich so, oh ne! Bro, ich musste so dringend, ich mache mit Skischuhen Stepptanz. Ich so, Bro, endlich kommt der raus. Und das Ding ist, ich war ja smart. Ich habe schon, während ich gewartet habe, Anorak aus, Hosenträger weg. Ich war in der Pole Position. Er kommt raus. Digga, ich war schon drin, er hat noch nicht mal runtergespielt. Ich gehe rein, ich zieh ihn raus, Tür zu. Und dann, Bruder, und da hat er sich um Sekunden gehandelt. Ich schwör's dir, da hat er sich um Sekunden gehandelt. Das hatte Gott sei Dank ein gutes Ende, hätte aber auch schief gehen. Okay. Die Frau, du bist hinter so einem Tuch, weil du willst ja auch nicht gucken, hinter so einem Tuch. Die Frau guckt, dass der mir nichts rausnimmt, keine Nieren. Wie fühlt sich das an? Und dann kommt das Kind und dann fragt sie dich noch, ist das? Sag ich, Alter, ich hab ihn vorher auch noch nie gesehen. Viel Spaß. Ist er da? Hab ihn auch noch nie gesehen. Der beste Antwort auf die Frage, die man je hätte geben können. Ich liebe Jens, ja sowieso, aber ich liebe ihn bis heute da dafür, ja. Dass er das einfach so trocken raushaut. Ja, ich freue mich aufs Kind. Ja, aber so war's, ne? Ihr kennt die Story, das war mein allererstes YouTube-Video, die Geburt vom Prinzen. 10 Minuten lang, wie ich nur von der Geburt erzähle. Das erste YouTube-Video. Guckt euch das an, Chat. Meine Empfehlung for you. Mann, bin ich fett geworden, Blatt. Nee, aber was war das? Das habe ich mich letztens gefragt. Was war das für eine Meta bei Knossi, wo er legit Russe gewesen ist zur Hälfte? Weil es gab den türkischen Knossi mit dem Lied mit Kiss Kiss, wo er das einfach auswendig kann. Ja, perfekt. Okay, ja, niemand weiß bis heute woher. Ja, ja, ja. Aber so früher, er hat wirklich oft am Satzende noch ein leichtes, unterschwelliges Pferd angehängt. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht. Jens ist zu krass, Mann. Guck dir die ganze Story an. Wollen wir auf den Kanal gehen und das anschauen? Also das OG-Video, weiß ich nicht, ob ich es jemals in meinem Leben gesehen habe. Die Geburt des Prinzen, ganze Story. 13 Minuten. Welcome to Fabulous, the real Knossi. Krone, Kopfhörer. Oh Digga, vor allem, du musst dir halt vorstellen, bei Knossi im Stream, das Overlay. Krank, Bro. Das hat mich mit ADHS abgeholt, sein Urgroßvater. Ja, ja, wo du hinziehst, Programm. Ich sag auch ehrlich, das ist die Geburt von TikTok gewesen. Da haben sich irgendwelche Leute über seinen Stream gestolpert und dachten so, Alter, hier passiert ja die ganze Zeit irgendwas, lass und es mal machen. Ich glaube auch, deswegen ist ich habe Knossi damals das erste Mal entdeckt, wo er seine alten Game-Shows nochmal rückwirkend kommentiert hat. Ja, ja, ja. Und krass. Das war bis heute, würde ich das ranken, in Top 3 YouTube-Videos Entertainment-wise allein, die ich je gesehen habe. Ja, weil er so, er war auch in der Rolle drin bei Barbara Salisch. Ich bin unschuldig, was labert die? Ja. Ah, wir gucken rein. Situation original, wie alles war. Ich beschreibe euch jetzt original, wie die Geburt war. Meine Freundin hat die Wehen eingeleitet gekriegt. Dienstagabend ging's los. Was war das für ein Datum? 7.5., ne? Vielen Dank für den 4. Monat. So, ging los. 8.5., zweite Pure. Der Arzt sagt, 8.5. wird's kommen.
0 Uhr, 8.05. immer noch nichts da. Meine Freunde aber schon wen? Am Jammern. Ich mit ihr im Bett. Fernsehen geguckt. Hab sie umschwängelt. Zwischendurch, danke für den vierten. Hab gemacht, getan. Hab gesagt, ich schlafe nicht, solange du nicht schlafst. Nicht schlafen kannst, nicht schläft. Freundin, ich mach grad Insta-Story. Ihr erinnert euch, ich so. Gerade um 3 Uhr mach ich, 3.15 Uhr oder so mach ich Insta-Story. Danke Schiri, mein Freund, für 7 Uhr. Mach gerade Insta-Story und sag, meine Freundin ist gerade eingeschlafen. Jungs, endlich kann ich schlafen gehen. Mach gerade die Augen zu, so. Der Samstag! Der Samstag! Oh Gott! Der ist so ehrlich, Alter! Ich will, wir haben im Hintergrund nichts laufen. Das ist einfach nur. Das ist der Samstag! Alter! Ey, da waren Leute damals im Stream und dachten sich, ja, das schaue ich mir an. Das wusste ich nicht. Ich hab die Shows gerade zum ersten Mal mit euch, ne? Schatzi! Ja? Bei mir kommt was! Ich nein! Das Ding ist, glaub, das ist geplatzt! Samstag ist eine fette Party und ich. Kein Auge zugemacht, nix! Den ganzen Tag schon aufgeregt, nicht geschlafen! Alter, no joke! Ich. Alle. Oh mein Gott, du musst nicht weg, alles klar. So raus zur Krankenschwester, die Frau, die Krankenschwester. Ich sitz da. Ich so, muss ich aber dabei sein? Ja. Ja, die riecht. Ja, Fruchtwasser. Ich denk, nein. Jetzt ist soweit. Ich denk, nein. Ich guck auf die Uhr. Genau, wo meine Freundin liegt. Oben drüber ist die Uhr, die ich bei Instagram so mit Bumerang gemacht habe. 3:30. Ich habe Bumerang-Story gemacht. Und dann habt ihr nichts mehr von mir gehört. Nichts mehr von mir gehört. Ihr erinnert euch an den Moment? Ihr habt nichts mehr von mir gehört. Vielen Dank für deinen Restart. Ihr habt nichts mehr von mir gehört. Wir halten es durch, Schatzi. Wir rein. Kreißsaal. Der Arzt guckt. Finger rein. Guckt. Geht nicht auf. Wir müssen noch warten. Zack, zack, zack. Die Wehen. Ah, meine Freundin schreit. Vielen Dank, HSV-Fanboy. Der kommt wieder. Ah, guck. Öffnet sich langsam. Langsam öffnet sich. Gut, sie machen das gut. Die Krankenschwester sagt, so schnell hat sich's noch nie geöffnet bei jemandem. Rekord! Ich denke, jawohl, das ist der Prinz. Das ist der Prinz. Rekordzahl. Auf einmal. 9 Monate lang. Sagt sie, du bleibst dabei im Kreißsaal. Scheißegal, was passiert. Meine Freundin auf einmal ein anderer Mensch. Geh raus! Die Krankenschwester, ja, hören Sie doch, was ihr vor. Ich so, was? Geh raus. Ich so, Schatzi, Diskussion im Kreißsaal. 9 Monate, sage ich. Die Krankenschwester, was ist jetzt los? 9 Monate. Ganz kurz. Wäre das mein Stream und ich hätte das selber noch auf dem Ohr, würde mental gehen. Also, ich sag dir ehrlich, das ist gerade für mich Wahnsinn. Weil es gibt in diesem Stream keinen Moment, wo man verschnaufen kann. Weil selbst wenn er nicht redet, gibt's 7 verschiedene Subsounds, die hintereinander noch abspielen. Oh ja, ey, auf jeden Fall nochmal danke an HSV-Fan für den Resub damals. Ey, HSV-Fan. Vor allem, ich sehe es gerade wirklich zum ersten Mal. Mir wurde gesagt, es war mein erstes YouTube-Video. Ich dachte, er hat wirklich einfach von der Cam gehockt und das erzählt. Ja. Aber Chat, das Ding geht noch 10 Minuten so durchgängig. Und das interessiert mich jetzt, weil wir sind jetzt bei 2 Minuten 27. Just in diesem Moment ist seine Frau aber schon im Kreißsaal. Ja, was genau. Kann in dem Kreißsaal? Es hat sich irgendwas geöffnet, Weltrekord. Ja. Er hat einen Boomerang gemacht. Also das ist schon offen. Ja. Prinz guckt raus, Weltrekord. Aber was passiert jetzt in den nächsten 10 Minuten? Weil so schnell wie Jens hier redet, Digga, das muss ja wirklich, also das muss ja doch eine Abfolge an Ereignissen sein, die wir uns nicht mal vorstellen können. Ja, ja. Hast du mir gesagt, ich bleib hier, ich guck aus dem Fenster, hab ich gesagt. Ich bleib dabei. Meine Freundin am Drücken, am Machen. Okay, dann bleib halt, guck aus dem Fenster. Guck niemals hin, sagt sie zu mir. Die Krankenschwester wollte nicht immer um den Tisch laufen und da war so ein Gerät, wie heißt das? EKZ, wie heißt das Ding? Wo die Herztöne des Kindes misst. Wie heißt das Ding? Kannst mir einmal einer schreiben? TG heißt das Ding. Da sind ein paar Leute, die haben auch Abitur. Gott, freue ich mich, dass ihr es. CTG. Da steht das Gerät, ich links vom dem Ding. Der Arzt sagt, sie sagt, geht noch nicht. Das Lippchen, da ist noch so ein Lippchen. Weiter pressen. 8:30, der Arzt. Kommt noch mal rein, ich gebe noch 15 Minuten. Ich hab das
CTG bedient, weil es immer gepiept hat, weil die Herztöne von dem Jungen immer bei einer Wehe gedroppt sind, immer runter. Und sie drückt. Und ich das Ding quasi die Fehlermeldung weggedrückt von meinem Sohn. Dropphand und hatte immer ein schlechtes Gefühl dabei. Sie stand rechts neben meiner Frau und hinten. Und ich an der Seite und das Ding wieder piep, piep, piep. Und sie, ich guck sie an. Ja, der Arzt kommt wieder rein und ich sehe, der Arzt guckt die Schwester an, ich sehe den Blickkontakt, den die haben. Ich guck kurz, ich schwör's, ich hab's gemacht, guck kurz auf den Tisch da, auf der Liege. Ich guck den Arzt an, er macht ihr so ein Zeichen, der Krankenschwester so. Ich denk, okay, die haben geguckt, wie wenn jemand stirbt. Ich höre das Gerät wieder piep, 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 ich drück die Krankenschwester. So macht sie. Und er sagt, wir müssen Kaiserschnitt schnell machen, jetzt sofort. Ich, ach du Grüner. Er sagt noch irgendwelche Fremdsprache, sagt er zu der Ärztin irgendwas in Fremdsprache. Ratatakakala, ratatata CTG. Und ich merke, irgendwas stimmt nicht. Und er sagt, zum Wohle des Kindes müssen wir jetzt sofort das Kind rausholen. Das Wohle des Kindes ist im Vordergrund. Wir können jetzt hier nicht, auch wenn sie sich wünschen, das Kind auf normalen Wege zu kriegen. Es ist hier ein Fall, es geht nicht. Und meine Freundin heult. Und dann sagt er, wir müssen uns jetzt beeilen und sofort in den OP. Und ich, das war so schlimm, ohne Scheiß. Das war so schlimm. Und ich mit Schatzi an der Hand, die schieben die raus, ich mit. Und der Arzt sagt, bleiben Sie hier sitzen, ich hol sie sofort ab. Auf einmal kommt der Arzt ums Eck. Kommen Sie mit. Ich aufgestanden mit dem Arzt. In so einen Vorraum rein, hör zu. Hörst du zu? Ja. In so einen Vorraum rein. Auf einmal, wie in so einem Highschool-Film. Umkleidekabine, die 36 ist deine, sagt er. Hä? 36, so ein Schacht. Ich mach auf, dass da keine Poster von nackten Weibern gehangen haben. In der Tür war alles. Die 36 ist deine. Ich mach auf. Sind da Schuhe drin und sowas. Aber noch eine Hose und das Oberteil fehlt mir. Der Arzt zieht sich neben mir aus. Neben mir. Sido, vielen lieben Dank, mein Freund. Ohne Scheiß, Sido. Der Arzt, schnell. Er zieht sich aus neben mir. Er so, Unterhose kannst du anlassen. Ich, hä? Bro, ganz kurz. Ganz kurz. Was passiert hier? Ey, aber mal ganz, jetzt mal ohne Spaß. Ich glaube, so eine Geburt von einem Kind, das prägt dich so krass. Natürlich als Mann schon mal, klar, weil du erlebst es ja mit, aber du bist machtlos. Du kannst nichts machen. Du kannst die Hand halten, dir kann die Hand gebrochen werden. Das war's. Aber für die Frau finde ich das so heftig. Das ist ja der krasseste Schmerz. So einen Schmerz werden wir zwei niemals im Leben spüren. Also das Ding ist, ich bin ja, weißt du jetzt auch schon langsam, ich bin ja gerne jemand, der super gerne irgendwelche Philosophen zitiert oder auf Kopfsache zurückgreift. Ich glaube tatsächlich, bei der Geburt wäre ich zum Beispiel einfach mal Mäuschen still. Ja. Ich glaube, da hätte ich wirklich nicht die Delusion, der Frau irgendwie zu sagen, dass es Kopfsache ist. Ja. Würde ich mir nicht trauen. Ja. War völlig unter Strom. Ich diese Hose an, so eine grüne. Er guckt mir den Oberkörper an, meinen verschobenen. Ich stehe da, Oberkörper frei nackt. Sido, vielen Dank für 10T1 Subs, Alter. Bester Rapper. Oberkörper frei, er scannt mich so. Guck hin, er scannt so. Greift ins obere Fach, ich sehe XXL. Er greift, schmeißt mir rüber, ich zieh an. Er gibt mir was auf den Kopf und so einen Mundschutz. Kommen Sie mit. Hände, so ein Zeug. Ich rein, auf einmal stehe ich im OP-Saal. Zwei Halbtote kommen auf einmal da rausgeschoben. Ich sehe der eine Mund offen. 30 Schläuche. Kommt an mir vorbeigerollt. Ich denke, wo bin ich hier? Ich denke mir, nein! Und hier muss meine Freundin gleich rein, oder was? Ich denke mir, das gibt's nicht. Ein Arzt sieht, ich bin schockiert. Einer mit so einer Binde sieht, guckt mich so an, was machen Sie hier? Ich sehe blutüberströmte Leute. Ich denke, ich weiß es auch nicht. Der hat gesagt, ich soll mitkommen. Der Arzt, kommen Sie mit. Ein anderer packt mich ums Eck. In so eine Ecke rein, wo nichts ist. Setz dich dahin. Hier ist gar kein Stuhl. Setz dich dahin. Der schreit mich an. Ich sitze so da. Ich höre Stimmen. Schnell, ich höre so Geräte. Piep, piep, piep. Die schnippeln alle machen. Auf einmal kommt so eine nette Schwester. Und eine nette Schwester kommt auf einmal. Eine nette. Kalibe, vielen Dank für Twitch Prime. Eine nette Schwester kommt auf einmal und sagt, machen Sie sich keine Sorgen, Ihre Freundin wird gerade vorbereitet für die Operation. Ich, was? Und keine Sorgen machen ist aber gut jetzt hier, wo ich hier gelandet bin. Hier sind überall Halbtote. Ein bisschen komisch auch. Hat's der eine überhaupt überlebt? Sie gibt mir keine Antwort. Alles klar. Leute, es geht noch weiter. Jetzt pass auf, jetzt kommt der Hammer. Ihr kennt mich ja. Ich bleib ja da nicht sitzen. Yoshi, wieder im zweiten Monat. Ich höre überall Trouble ums Eck. Rechts wird operiert an Menschen. In drei verschiedenen Räumen und überall sind Türen offen. Ihr müsst euch das vorstellen wie so ein Kabinett des Todes. Vielen Dank, Vogel, für 76 Zuschauer.
So ein Raum, ich bin hier hinten ums Eck. Wenn ich euch komme so ums Eck, komm in so einen Raum, links OP, rechts OP, vorne OP. Überall schieben Leute rum. Warum läuft ja gerade der eine Song eigentlich seit 100 Jahren? Bro, das Ding ist, krass, dass du das gerade sagst, weil das ist mir gerade nicht mal mehr aufgefallen, dass da ein Song läuft. Ich bin so vertieft in diese Story mittlerweile. Ja, ist gut. Weil das Ding ist, am Anfang fand ich noch alles witzig, wie er erzählt hat. Ja. Aber mittlerweile erinnert mich das mehr an ein Drama als eine Komödie. Weißt du, wie ich meine? Ja, okay, ja. Ich, alles klar, ich bin einfach auf Chab geguckt, wie eine Metzgerei. Explizit wie eine Metzgerei. Jetzt pass auf. Vielen Dank, Cplays Code für den zweiten Monat. Jetzt pass auf. Ich sehe meine Freundin, wie sie reingeschoben wird. Ich sehe meine Freundin so liegen. Sie ist wach. Das war Teilnarkose. Die war nicht in Vordergrund. Sie ist wach. Sie sieht mich. Guckt so. Ich denke, Scheiße. Ich guck so einen Arzt an. Ich merke, mit meinem Körper stimmt was wieder nicht mehr. Irgendwas stimmt nicht. Couchpill, McAfterman, und ich guck meine Freundin an. Ich will so zu meiner Freundin. Ich sag zum Arzt. Auf einmal höre ich in meinem Bauch. Ich so zu dem Arzt, haben Sie eine Toilette nur für die Ärzte hier innen drinne? Er sagt, ich merke Scheiße. Ich kann das hier alles nicht überstehen. 9. Monat, Schwiko. Ist no joke, ich habe das in der Insta-Story auch erzählt, ist no joke. Er sagt, da vorne raus, da rechts, beeilen Sie sich, Ihre Freundin wird jetzt aufgeschnitten. Ich, raus, aus dem Ding kurz raus, die ganze Schüssel zugeschissen. Ich auf dem Klo, Zeitdruck. Meine Freundin, ich denke die ganze Zeit im Kopf. Das kannst du dir nicht vorstellen. Du hast schon im Kopf, wie der das Skalpell, der setzt an und meine, ich bin bei meiner Freundin nicht dabei. Ich auf der Schüssel drauf, während ich die Hose runter hab. Ah! Und denk mir, ich schaff's nicht. Die ganze Schüssel zugedonnert, mir war alles egal. Ich halbwegs irgendwie nochmal desinfiziert rein. Und ich sehe, meine Freundin ist schon dabei. Die guckt mich an. So eine andere hat ihre Hand. Ich so, sie so, gucken Sie nicht hinter das Tuch. Ich, nein, ich gucke nicht. Nimm Ihre Hand unterm Tuch so raus. Schatzi, ich bin da. Ich hab noch Durchfall gehabt. Ich sag's meine Freundin, das war ja klar. Das war klar. Ich hab's ein bisschen versucht abzulenken. Hab ich ihr gesagt, ich hab die ganze Schüssel vom Arzt zugedonnert. Sie so, ich kann nicht lachen, sagt sie. Ich darf nicht lachen. Dann ist ja alles gut, Schatzi. Ich so, dann ist alles gut. Ich so, bleib ruhig, ne? Vielen Dank, Lucky, für 4 Monate. Ich so, bleib ruhig. Sie so. Und dann sie so, pass auf, sie so. Sie liegt so. Ich da, ich Tränen in den Augen. Ich da, sie liegt so. Was passiert denn jetzt? Ich so, ich kann nicht gucken. Sie so. Die weiden mich aus wie im Film. Das gibt's nicht. Sie so, das fühlt sich an wie diese ganzen, die im Film aufgeschleppt. So muss ich das anfühlen. Der nimmt doch meine Niere raus. Nimmt der was raus, sagt die. Ich so, nein, der nimmt nichts raus. Und auf einmal, es kam mir gefühlt vor wie eine halbe Stunde, auf einmal höre ich, ich konnte es nicht glauben. Und der Typ, der Arzt, über das Tuch drüber. Ich glaube mit einer Hand. Hier ist das Baby. Ich guck an, schockiert von der ganzen Situation. Das Baby sauber. Kein Blut, nichts. Ich guck das Baby. Geleckt, geduscht, kam's raus, sauber. Meine Freundin guckt mich an. Ist das unseres Hamm? Ist er das? Ich so, ich hab ihn auch noch nicht gesehen. Was soll ich denn? Sie so, ist er das? Ich, ja. Es wird er sein. Was war das für eine Situation? Ihr habt keine Ahnung. Was für eine Situation. Und sie so, geh mit. Ich sehe, die eine nimmt das Kind. Ich hinterher. Ich wollte sie gleich abnehmen. Hinterher. Die legt sie in so einen Raum. Piotr, vielen Dank für 7 Monate. Die legt sie in so ein Bett rein, ne? In der Mitte von diesem Flur, wo diese drei, die Metzgerei des Todes, ne? Die legt das Baby rein. Und da ist noch ein Stück Nabelschnur dran. Und glaub mir, ich guck das Kind an und denke nur, das hat meine Augen. Das Kind sieht aus wie ich, bloß im Dunkel. Es sieht aus wie ich. Dicke Nase, so. Wie ich, bloß im Dunkel. Ich guck das Kind an. Die Frau sagt, ach, ist aber ein wunderschöner Säugling. Ich sag, ja, gell? Ja, gell? Sie so, das ist wirklich ein ganz besonderes, schönes Kind. Ich, ja? Ja? Komm, ganz der Papa! Und dann, sie guckt auf das Glied. Und es ist no joke. Ich guck mir den Penis an von meinem Jungen. Und der war länger als der Hodensack. Das Glied war länger als der Hodensack. Und sie sagt, wenn das mal nicht Probleme gibt später. Und ich sag, auf gar keinen Fall! Oh Mann!
Ey, Mann. Also hart. Das ist wirklich hart. Ey. Also das ist ja nur krank. Oh Mann. Also das ist wirklich nur krank. Diese Streams waren nachhaltig verstörend. Jetzt mal no joke. Einer hat auch vorher geschrieben, er war im Stream dabei. Jetzt mal im Nachhinein betrachtet an euch, die live dabei waren. Ist euch das aufgefallen, dass das so viele Alerts die ganze Zeit ging? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, als zu der Zeit war das halt normal, dass wenn du bei Jens zuschaust, du weißt, dass es einfach so war. Man war man so gewohnt. Ist halt wirklich so, ne? Das war, du hast da eingeschaltet und es war einfach alles normal. Natürlich kommt hier, kommst du Money. Ja. Oder Flötenheini. Was gab's noch? Es gab Flötenheini, der war legendär, aber er hatte auch immer Lifestyle of the Rich and the Famous. Ja, Mann. Das ist, wenn ich diesen Song höre, denke ich immer an Jens und an den Donation. Kennst du den Kippen-Clip? Nee. Ja. Boah. Oha. Meinst du das ernst? Ey, Freunde da draußen wissen, oh, ja. Wie ist das? Ja, ja, ja. Wenn du das Kleingeld einschmeißt, die EC-Karte zur Altersprüfung, dude, dann macht es dieses Tutu. Du hörst das Geld in die Kasse fahren, guckst unten rein, immer noch die Hoffnung, dass vielleicht noch eine zweite Schachtel drin liegt, auch nochmal währenddessen rechts das Münzfach checken, vielleicht kam nochmal wieder was raus oder es hängt noch was drin. Du holst die Schachtel raus, einmal riechen, ziehst dieses goldene Band ab, geht ab, klickst die Schachtel auf und zwar so schön, dass das Gewinde nicht kaputt geht. Dann einmal schnuppern, dann das Silberpapier, raus, nochmal riechen, zwei Kippen kommen raus, eine schaut ein bisschen weiter ran, gönnst dir die, nimmst nochmal in die Hand. Einmal riechen, für die Stärke vielleicht auch mal einen kleinen Leck. Wenn das Nikotin dir in jede Faser deines Körpers steigt, du schaust auf die Schachtel und liest Gauloir Blonde. Vive la France. Ich glaube, wenn Zigarettenwerbung nicht verboten wäre, dann hätte Gauloir die sofort übernommen. Jetzt mal, nein, ohne Witz. Der Typ erzählt mir seit 4 Jahren, dass er aufhört zu rauchen nach Silvester. Ah. Ey, das ist. Du meinst der Mann, der statt einem Schlafsack auf einer einsamen Insel lieber 7 Zigaretten mitgenommen hat. Ja, und auch mal gern noch einen kleinen Leck gibt für eine gewisse Stärke.